So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bugs Bunny Lost in Time. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich noch in den 30er Jahren. Tja, ich muss jetzt leider etwas machen, was ich verhindern wollte, aber wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, hat sich, nachdem wir den letzten Level jetzt komplett gelöst haben, diese Verfolgungsjagd, kein neuer Level aufgetan. Das heißt, ich muss diesen einen Level in den Piratenjahren spielen, obwohl ich weiß, dass wir ihn noch nicht so 100% spielen können. Und ohne Witz, ich hatte es nicht in Erinnerung, dass es wirklich so scheiße knapp ist. Dass man wirklich jede Uhr finden muss. Deswegen habe ich jetzt auch mittlerweile, habe ich auch jetzt schon die 100% aus dem Titel herausgenommen. Ich glaube, ich hatte es nur im ersten hingeschrieben. Aber wie auch immer. Ich spiele ja sowieso alles, also so gesehen. Okay, der, dann der. Ja. Okay, hab's so gemerkt. Sehr interessante Technik. Follow the Red Pirate Road. Dieser Level ist eigentlich ganz cool, ganz lustig. Ich mag ihn. Ist ja nur doof, was wir nochmal machen müssen. Ist doch einer der wenigen Nachtlevel. Ich glaube, es gibt nur zwei. Aber hier und dann noch einer Steinzeit. Na gut. Also, es war der, dann der ganz rechts, dann der obere, der untere und dann der Außenseiter Holzblock, der nämlich von den anderen getrennt ist. Der Außenseiterholzflock. Ich bin auch schon so einer. Okay, schlagartig verändert sich die Musik, sobald wir reingehen. Hier ist ein Wecker. Wie viel gibt es eigentlich? 4 und 9, okay. Ich nehme an, wir müssen in jede Himmelsrichtung rein hier. Weil, also in jeden Raum. Da braucht man einen Rad. Okay, hier ist eine Fackel. Oh, was zum Teufel? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die auf Zeit ist. Wo ist denn jetzt eigentlich? Ach, da hinten. Okay. Ich gehe jetzt mir stark davon aus, dass ich hätte springen sollen. Hat das aber gerade tatsächlich 2 Karotten Schaden gemacht? Da war ich noch angeschwächt vom letzten Level. Wahrscheinlich, ne? Spring! Es geht super los. Ich freue mich schon wieder. Ich kann doch da aber drüber springen, oder nicht? Ich mache sie jetzt mal ohne Fackel. Ja, es geht. Okay. Ich stelle mich anscheinend nur extrem dämlich an. Okay, jetzt auch mal wirklich hier. Ich glaube, wir müssen in jedem von diesen Räumen... zünden doch an. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, Bugs? Hallo? Ach, jetzt auf einmal. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, gut, Junge, 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 ich mach schon wieder eine Scheiße. Das gibt's ja nicht. Junge, ihr Viecher nervt mich gerade extremst. Ihr euren Dreckkrebse. Macht euch weg. Okay, ich will wieder hoch, weil da oben ist bestimmt das... Ach, die respawnen. Gut zu wissen. Okay, gut, dann brauche ich sie auch nicht töten, ne? Wenn sie eh wieder auftauchen. Hoch hier. Hier oben ist dann nämlich mal das Steuerrad drin. Oh, und sogar noch eine goldene Karotte. Die nehme ich natürlich auch nie gerne mit. Damit hätten jetzt gleich sogar Kanuk, oh mein Gott. Oh mein Gott. Kanuk, yo. Genug Karotten, um einen neuen Level zu betreten. Ja, ich denke. Okay. Dieses Licht haben wir. Ich glaube, erst wenn alle Lichter... Ich weiß nicht, wie es mit dem S-Licht ist. Doch ich glaube, erst wenn alle leuchten, können wir diesen Wecker dort einsammeln. Ich habe die Taste vergessen. Ach ja, genau. Meine Güte. Heute ist irgendwie nicht mein Tag, habe ich so das Gefühl. Okay, was machen wir denn hier? Da ist die Fackel. Wo ist denn das Feuer? Da ist das Feuer. Das Teil ist doch bestimmt oben drauf, nicht? Ja, gut, da kann ich noch nicht hoch. Erstmal muss ich dich in den Arsch treten, beziehungsweise dich K.O. machen. Ja, komm. Und zack. So, jetzt muss ich mich bestimmt beeilen, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der wieder aufwacht nach einer Weile. Also, Fackel her. Ab zum Feuer. Ich mag die Musik. Und zack. Jawohl. Gut, dann hätten wir auch den Buchstaben N, also Norden. Hier sollte dann genau das Steuerrad sein. Wo ist denn? Ach, da. Da ist es. Zack und kabumm.
So, dann können wir jetzt auch nach E gehen, weil wir die beiden Plattformen aus dem Salava geholt haben. Und E ist hier, genau. Also ich mache das schon richtig. Stell mich nur nicht gut an. Okay. Wo ist das Steuerrad denn? Ach, hinter dem Vieh. Nee. Wo ist es? Doch, hä? Da war es gerade. Ist eben erst erschienen. Oder bin ich blind? Wahrscheinlich bin ich einfach nur blind. Okay, das öffnet die Tür da. Damit kommen wir dann nachher weiter. Allerdings fehlt hier noch ein Feuerchen. Okay, wir brauchen erst die Fackel. Du Sack. Die spawnen sowieso. Deswegen kann ich das gar nicht töten. Aber ich darf mich ja nicht treffen lassen, glaube ich, weil dann verliere ich die Fackel. Oh, es geht schon. Ja, die Level wären durchaus schwieriger jetzt, würde ich sagen. Aber wird ja mal Zeit, nicht? So, damit wir das. Fehlt noch S. Und S können wir meiner Meinung nach beleuchten, indem wir jetzt halt durch dieses Tor gehen. Ja. Da müsste das es, glaube ich, geben. Wieder draußen am Abendhimmel mit dieser entspannenden Musik. Okay, hier ist eine Fackel. Die nehme ich mal. Nimm die Fackel. Nimm sie. Nimm sie doch. Ich stehe doch schon davor. So, damit sollten wir essen und der Wecker sollte erscheinen. Genau. Verliert der hier irgendwie was? Der Drack, der war gerade müde, dann war er sofort wieder nicht mehr müde. Okay, ich verstehe schon, der wird nicht müde. Den können wir nicht besiegen. Gut, gut, dann halt nicht. Ui, ui, ui. Okay, nehmen wir uns den Wecker. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 59, okay. Ja, ich weiß nicht, wie viel für den nächsten Level. Also, ich weiß, dass wir einen freigeschalten haben mit den goldenen Karotten. In den 30er Jahren, das weiß ich. Aber vom Deckern her, habe ich gerade keine Ahnung. Okay, mit Hilfe der Sprungfähigkeit könnten wir wieder raus. Will ich jetzt allerdings nicht. Jetzt kann ich euch gleich zeigen, warum wir hier noch nicht alle spielen können. Nämlich deshalb. Hier gibt es nämlich noch eine andere Fähigkeit. Wo man nämlich magische Worte brauchen. Naja, das ist zwar schade, aber ich kann jetzt nichts dagegen machen. Dafür trete ich den hier gehörig in den Arsch. Müssen wir halt später nochmal hier rein. Das Schlimme ist, um dann überhaupt hier hinzukommen, müssen wir nochmal diesen ganzen Mist mit dem Feuer und so machen. Also in den anderen Räumen, um hier überhaupt das Tor aufzumachen. Ja, ihr seid wirklich absolut die besten Handlanger überhaupt. Sam hat wirklich hier schon eine coole Höhle. Du hättest ja auch gerne. Nicht. Aua. Okay, gib mir deine Karotte. Ja, damit. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ich sehe schon, ihr wollt ziemlich schnell nach unten. Junge, die haben es ganz schön eilig, diese Plattform. Okay, jetzt hat sich das dort geöffnet. Die Sprünge sind aber auch weit. Meine Güte. Krieg die mal nicht auf, Typ. Dann einfach wieder zurück in deine Kiste. Klatsch. So, her mit deinem Wecker. Ich glaube, wir können einen Wecker und ein paar Karotten nicht bekommen, weil die halt hinter dieser Wand sind, die wir nicht aufmachen können. Okay, dann jetzt hier lang. Oh mein Gott, wenn der mich jetzt erwischt hätte, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Hat er zum Glück nicht. Bitte nicht runterfallen, Bugs. Wir haben es fast geschafft. Ich muss sie hier töten für die Karotte. Weil ich ja wirklich noch einen habe. Und so kann ich einmal noch in die Lava fliegen. Okay, dann kann ich anscheinend noch nicht lang. Ah ja, ich sehe schon. Nerv nicht. Zack. Ah ja, verliert sogar Faden. Was ist denn denn los? Wie irgendwie bin ich heute zu blöd zum Sprechen? Ich kann nicht mal Karotte sagen. Das habe ich schon. Also, nicht. Das geht ja nun gar nicht. Ah, jetzt bin ich in dem Raum. Okay. Und zwar können wir mit dem die Augen wechseln. Und was das bedeutet, das werden wir gleich sehen. Ich will kurz das gucken. Okay. Es gibt wirklich so viele Karotten in dem... Alter. Okay. Und zwar gehen wir jetzt hier mit raus. Können wir jetzt wieder hoch. Was wir jetzt geändert haben mit diesem... Steuerer, dem ist die... Ist die Richtung...
in die sich die Höhle öffnet. Nämlich die hier. Die öffnet sich halt jetzt. Also der Stern wird jetzt nach links anstatt nach rechts. Wir kommen damit nach rechts und dort auch zum Levelende. Genau. So funktioniert das. Erneut wieder sehr interessante Technologie hier, Sam. Moment mal. Scheiß drauf. Zack, fertig. Da mache ich mir auch keine Mühe. Okay, wir kommen später wieder, Level. Ja, wir brauchen halt noch die restlichen Karotten. So, da gibt es wirklich 6 Karotten und eine Uhr da drinne. Ganz schön krank. Ja, ich weiß. Sherlock. Ach, den Level haben wir freigeschalten. Okay. Ja, du kannst so speichern. Allerdings will ich jetzt noch diesen einen Level machen in den 30er Jahren, weil der ist nicht lang. Ja, oder ich mache die anderen beiden kurzen Level im nächsten Part. Ja, das machen wir so. Okay, dann war's das erstmal für diesen Part. Bis zum nächsten Mal und ciao.